Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Netzwerktechnik-Serie. Heute geht's weiter mit dem SSH-Protokoll und ja, heute wollen wir uns das Connection-Protokoll, das heißt das, was ein bisschen über dem Transport-Layer-Protokoll angesiedelt ist, was auch die Verschlüsselung aus dem Transport-Layer-Protokoll verwendet, was das benutzt. Genau, so, also wir bauen als allererstes mal eine verschlüsselte Verbindung über das Transport-Layer-Protokoll auf und dann machen wir User-Authentifikation mit Passwort, also PAP oder dann eben Public Key, also CHAP oder sowas, können wir auch machen. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten hier und ja, die kennt ihr alle aus der Netzsicherheitsserie, da brauche ich jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Deswegen hier das Connection-Protokoll. Was genau gibt eigentlich SSH? Was genau gibt es da für tolle Funktionen? Und da sind ein paar dabei, die man vielleicht nicht kennt. Und ja, jede Seite kann natürlich hier auch mehrere Verbindungen öffnen. Das heißt, das ist ziemlich cool, weil wir können nicht nur eine SSH-Verbindung aufmachen, sondern wir können mit jedem Server beliebig viele Verbindungen aufmachen. Theoretisch kann auch die andere Seite mit uns eine Verbindung aufmachen, wenn wir das erlauben. Aber das nur in der Theorie. Normalerweise ist immer nur von Client auf Server. Ja. Und wie wird das Ganze eigentlich gemacht? Naja, zunächst einmal gibt es eben das SSH Message Channel Open und dann kommt ein Acknowledgement vom Server. Dann werden Daten hin und her geschickt, also egal in welche Richtung jetzt, je nachdem, was man eben machen möchte. Und dann wird vom Client wieder ein SSH Message Channel Close geschickt, was eben den Channel sozusagen schließt. Zusätzlich wird aber natürlich jedes Mal, da jede Seite auch mehrere Verbindungen aufmachen kann, werden immer ein paar Metainformationen im Paket mitgeschickt. Und das sind Channel Type, Sender Channel, also damit wir eben wissen, welchen Channel wir eigentlich gerade verwenden, also falls wir mehrere haben. Dann natürlich die Paket- oder die Fenstergröße, die wir schicken können und die maximale Paketgröße. Und dann eben noch ein paar Channel-spezifische, also je nachdem welchen Channel-Typ ihr habt, habt ihr Channel-spezifische Daten noch dabei. Und die wollen wir uns jetzt mal kurz genauer angucken. Also das ist jetzt eigentlich für euch nichts Neues mehr. Ich meine, ihr kennt mittlerweile euch so gut mit Netzwerktechnik aus, da ja, das ist sozusagen Standard für eine Verbindung oder sowas. Interessant vielleicht hier, dass das Close nicht mit einem ACK bestätigt wird, sondern die Verbindung einfach direkt geclosed wird. Das ist auch sehr interessant gewesen für mich, aber okay. Genau, was für spezielle Channel-Types gibt es denn hier eigentlich? Und da sind mir vier Stück aufgefallen, beziehungsweise es gibt, glaube ich, im Standard auch nur diese vier. Und zwar zunächst einmal Session, dann X11, Forwarded TCP-IP und Direct TCP-IP. Und die will ich euch mal ganz kurz ein bisschen genauer zeigen oder besser gesagt erklären. Session ist erstmal so der Standard, das heißt das, was wir eigentlich machen, wenn wir SSH verwenden. Wir tunneln in eine Shell rein zum Beispiel und machen dann dort irgendwas damit. Das heißt, wir können zum Beispiel auch Befehle dann, die wir bei uns eingeben, werden auf dem Server ausgeführt und wir bekommen dann sozusagen Rückmeldung, was da eigentlich gerade passiert ist. Das ist sozusagen auch der Standard. Ja, wie gesagt, das nimmt man auch meistens irgendwie. Also man möchte irgendwelche Befehle auf dem Server ausführen, also nimmt man SSH, tunnelt sich rein und führt eben ein paar Shell-Commands aus. So, das Ganze geht allerdings auch ein bisschen fortschrittlicher. Und zwar kann man da theoretisch auch über X11, das steht für, X11 ist der Server oder der Fenstermanager unter Linux, deswegen kann man hier im X11 Channel Type auch tatsächlich Anwendungen auf dem Server ausführen, aber auf einem Desktop-Client anzeigen. Das bedeutet, wir kriegen sozusagen Visual Feedback. Also wir kriegen nicht nur einfach wirklich den Text-Feedback, den wir von der Shell oder sowas bekommen, sondern wir kriegen auch wirklich das angezeigt, was auf dem Server angezeigt wird. Das ist ziemlich interessant, wusste ich auch nicht, dass das funktioniert. Ja. Und dann gibt es allerdings noch zwei sehr interessante Typen, und zwar Forwarded TCP-IP und Direct TCP-IP. So, das ist jetzt eigentlich, da wird SSH missbraucht so ein bisschen, allerdings ist das Absicht. Und zwar wird da einfach die Verschlüsselung von SSH verwendet, um unsichere Dienste, wie zum Beispiel FTP, also File Transfer Protocol, was wir uns nächstes Mal angucken werden, um diese Dienste dann verschlüsselt machen zu können. Das heißt, daraus wird dann zum Beispiel SFTP, also SSH File Transfer Protocol, heißt das ganze Ding ausgeschrieben. Und ja, das ist eigentlich wirklich bloß ein Forwarded TCP-IP für FTP. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Naja, zunächst einmal baut man ja auf, also wenn man zum Beispiel File Transfer machen möchte oder FTP verwenden möchte, baut man eine Verschlüsselung, baut man einfach einen Kanal auf mit ganz normalem TCP und da ist keine Verschlüsselung oder sonst irgendwas dabei und das heißt, wir schicken da einfach unsere Daten ganz normal drüber.
Jetzt bauen wir uns eine Verbindung auf mit unserem Server und der Server sagt, halt, stopp, bitte verschlüssel doch hiermit und macht sozusagen den SSH, also macht ein SSH auf. Das heißt, der Server baut diese Verbindung auf und der Client verbindet sich dann eben statt auf dem normalen, ungesicherten Port für FTP, verbindet er sich auf dem gesicherten Port für FTP, also macht sozusagen SFTP und kann dann dort verschlüsselt eben die Dateien übertragen und SSH auf der Serverseite entschlüsselt sozusagen die ganzen Dateien wieder und schickt sie aber nicht an die Anwendung, sondern an den Port, der ursprünglich für das unverschlüsselte File Transfer Protocol gedacht war. Das heißt, wir bauen sozusagen, wir haben sozusagen diese verschlüsselte Verbindung und der Server baut intern dann eine Verbindung zu seinem eigenen Port wieder auf und schickt dort die unverschlüsselten Dateien hin und das FTP-Protokoll erwartet dann eben dort diese Dateien und kann die ganz fröhlich entgegennehmen. Ziemlich coole Sache. Das passiert bei Forwarded TCP-IP. Bei Direct TCP-IP findet das eben nicht statt, sondern da baut man einfach über SSH auch wirklich eine Verbindung auf und wenn SSH dann entschlüsselt, dann schickt die Dateien nicht an den Port, den man jetzt dafür vorgesehen hat, sondern SSH schickt die entschlüsselten Dateien direkt an das Programm, das das Ganze verwenden möchte. Das heißt, das ist sozusagen der Unterschied zwischen Forwarded TCP/IP und Direct TCP/IP. Also Direct schickt nicht an den Port, sondern schickt es direkt an die Anwendung und Forwarded TCP/IP schickt eben das Ganze an den Port und das Programm weiß nicht mal, dass da eigentlich gerade SSH dazwischen geschalten war. Ziemlich interessante Technik. Ja, aber echt cool. Ja, und das war's eigentlich auch schon wieder. Das sind die Channel Types und das ist im Endeffekt das SSH-Protokoll jetzt auch gewesen. Wie gesagt, wenn ihr noch ein bisschen Praxis damit haben wollt, dann schaut ihr euch meine Server-Einrichten-Playlist an. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.